Zurück zum Spiel. Servus in Minecraft. Hello. Okay, gut, ich bin im normalen Modus. So. Ist auch wieder so rufen. Wollen wir uns kurz schlafen legen? Dann haben wir weniger Stress. Ja, ich suche mir nur schnell ein Bett. Kannst du jetzt nicht schlafen? Du bist ein Monster in der Nähe. Ja, wenn die draußen an der Tür entlang laufen. Ich brauche ein Bett. Ja. Da ist auch kein Bett drin. Hallo, Villager. Sorry. Oh Gott, ich habe den Villager geschlagen. Jetzt kommt der Yeti und tötet dich. Ich kann nicht schlafen. Ist schlecht. Bist du bescheuert, Villager? Ja, renn raus zu den... Ich bin tot. Was? Ach ja, wenigstens konnte ich jetzt deswegen schlafen. Toll. Ich hätte dir ja gern geholfen, aber ich habe keine Workbench gefunden. Alles gut, ich bin gespawnt und neben mir im Haus war ein Zombie, der mich gleich wieder angegriffen hat. Kannst du kurz bei mir in den Stream gucken und mir sagen, was das für ein Viech ist? Das am Himmel? Das ist ein Phönix. Ja. Ja, der greift dich an, wenn man längere Zeit nicht geschlafen hat. Warum? Weil der in Minecraft jetzt dabei ist. Ey, das ist voll diskriminierend gegen Leute, die Insomnia haben. Ist das so quasi Freddy Krüger, der dann vorbeikommt und sich wegstellt? Nein. Hallo, Eti. Ich habe letzter Zeit zu viel andere Spiele gespielt. Ich drücke immer auf Q, weil ich mit Q ins Inventar will. Ja. Ja, der Start war schon mal sehr gut in das Spiel. Oh. Ich wollte euch eigentlich die Truhe zeigen. Ich habe hier eine kleine Truhe hingestellt mit Text, den ich nicht lesen kann. Oh, hier. Wo ist hier? Ja, also bei mir die Truhe. Mit Wolle und einmal Kekse. Die Kekse noch vom Täschchen. Also, damit jeder einfach mal ein Bett bauen kann und was zum Essen hat am Anfang gleich mal. Ah, und ja, hab ich schon. Auf dem ganzen Server, ich quatsche jetzt auch bei der guten Crazy oben mit. Hallo. In ihrem Chat. Einfach mal kurz mal erklären. Also die gute Crazy oben ist mit dabei. Oder wie ich dich auch immer nennen soll im Stream. Ach, du kannst mich Anja, Crazy, wie auch immer, wie das ist mir. Anja! Oh, was, du bist... Creeper. ich habe ihr ein bisschen was eingestellt, also Creeper können keine Gebäude zerstören, können nur halbes Leben kosten. Wir spielen nicht alleine, der Server ist für 6 Leute ausgelegt. Anja spielt mit, der gute Mike spielt mit, die gute Blutichan. Blutichan? Blutichan, glaube ich, heißt sie, wenn ich es da richtig im Kopf habe. Also vom guten Mike, die Freundin, die spielt auch mit. Der Server ist so gedacht, damit jeder spielen kann, wie er will. Ob jetzt live, für Aufnahmen, privat, wie jeder will. Ich habe noch eine Kommentatorin gefragt, ob sie mitspielen will. Die gute Bianca. Da habe ich noch keine Antwort bekommen. Und ja, der Server wird jetzt wahrscheinlich so einen guten Monat bis Silvester, Heilig Drei Kinni, irgendwie sowas rumlaufen. Dann würde ich die Winterwelt abschalten und ich weiß noch nicht, vielleicht eine andere Minecraft-Welt draus machen. Eine ja, Osterwelt. Bis Mitte, Ende Februar haben wir den Server. Da müsst ihr ihn verlängern. Die Möglichkeit wäre auch TTT oder was drauf zu spielen. Also kurz so zusammengefasst, wie es aktuell aussieht. Ich habe ein bisschen mehr Kekse, aber Server-Host darf man es machen. Auch wenn ihr Tipps habt, wie man den Server besser gestalten kann, gerne her. Hi, Michael. Ist erlaubt. Einfach nur, wie ich den Server besser aufsetzen kann, ist der allererste Server, den ich aufgesetzt habe. Wir hatten vorhin schon Probleme, die wir zum Glück gut jetzt nach einer Weile beheben konnten. Ich hab die Probleme. Ich suche gerade meinen Punkt, wo ich mein Haus bauen wollte. Ah, okay. Genau, Häuschen bauen darf jeder da, wo er will. Nur halt nicht unbedingt vielleicht beim anderen mit dem Garten oder was. Also jeden ein bisschen frei rumlassen. Ich wollte nicht frech sein, hast aber noch Genshin im Titel. Oh, danke, ich habe noch gar nichts umgestellt. Vielen Dank, es war jetzt spontan alles. Danke, 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 danke. Minecraft.
Minekraft. So. Ich habe eine Workbench. Ich bin so stolz. Minekraft. So. Interland. Server. Fertig. Vielen Dank, das war jetzt irgendwie etwas überstürzt alles. Dankeschön. Kein Problem, passiert mir auch. Die ganze Zeit. Weißt du was? Ah, okay. Weißt du, was mir gerade auffällt? Da, wo ich meinen Block gesetzt habe, wo ich mein Haus bauen will, da habe ich direkt einen Blick auf dieses Enderportal. Ich bin wahrscheinlich genau da gestanden und bin dann in den Fall nicht gelaufen. Ja. Und mich mega verlaufen. Michael, streamst du bitte? Da muss ich dir glatt mal wieder folgen und dir in Zukunft auch wieder zuschauen. Oder streamst du nur auf ich habe jetzt mal kurz auf Twitter geschaut. Auf Twitch geschaut. Jo. Aber cool, damit sie auch mal wieder passiert. Normalerweise habe ich jetzt immer dran gedacht, damit ich den Titel anpasse, aber heute irgendwie, ist der Wurm drin, ich bin heute auch nicht produktiv. Ach. Das passiert schon. Ich stream, mal, wenn ich Zeit habe, also nicht allzu konstant. Ich gerade aktuell auch nicht. Ich muss auch wieder mal Projekt weitermachen. Und ach, alles kacke gerade. Gestern war ich produktiv. Gestern habe ich meine ganzen Figuren mal in der Badewanne gewaschen. Ich hab's vom gesehen. Staub gefreit. Auf Twitter. Mhm. Das waren nur die großen Figuren. Oh Gott, das sollte ich vielleicht auch mal machen. Ich nehme immer so ein. Ich habe so ein Swiffer, weißt du, so. So ein Ding. Da gehe ich nur mal kurz drüber so. Es hat nicht mehr viel gebracht, also ich musste schon wirklich richtig machen. Mit alles Kacke kann ich gut nach. Das bringt bei mir auch nicht. Ich tue nur immer so, als würde es was bringen. Ich rede mir das dann ein und denke mir so, ach, Self-Care. Ich habe sie sogar danach geföhnt. Oh! Ja, sie mussten ja trocken werden. Der feine Herr. Geföhnt und mit dem Handtuch noch sauber gemacht. So, ich gehe da vorne jetzt. Noch in Essig eingelegt, damit es kein Hast du da Bambus anpflanzt? Nee, der ist da gewachsen. Cool, danke. Bitte? Willst du eine? ja, aber ich hab die ja direkt vor der Haustür. Ah, okay. Ich weiß noch nicht, wo ich baue. Also das hier, falls es nicht aufgefallen ist mein Haus, wo du gerade durchgelaufen bist. Hab's merkt. Manchmal ist mit einem Swiffer nicht mehr die Welt zu retten. Ja, es ist bei mir auch. Vor allem Figuren ist ein bisschen schwierig. Ich weiß noch nicht, wo ich bauen soll. Ich plündere jetzt erstmal hier. Goldharnisch, Goldstiefel, Gold und eine Glocke. Na, die Glocke kann man drin lassen. Ich bin so frech und plündere jetzt einfach hier mal. How dare you? Warte, wo bist du eigentlich? Bist du in deinem Haus? Ich bin in meinem Haus. Okay, ich bring dir Geschenke. Oh. Weihnachtsmann bringt Geschenke. Das ist aber sehr nett. Hab dir Geschenke hinterlassen. Oh. Ui. Patrick ist ein Pillager. Ja, so in der Art. das Glätzloch. Oh, ich hab beim Aufsetzen rumschauen, hab ich eine Schlucht da hinten gefunden. Lassen jetzt, also blöde Frage, lassen Bäume jetzt auch Sticks fallen? Ja, lassen auch Sticks fallen. Sticks und Sättlinge und Äpfel und das war's. Ja gut, das wusste ich schon, aber das mit den Sticks wusste ich noch nicht. Und immer schön nachpflanzen. Ja. Deswegen. Nee, Essen kommt hier hin. So, okay. Gibt es eigentlich Laubbäume in der Winterwelt? Nur wenn ich welche pflanze. Ah. Also nicht, okay. Es bleibt jetzt, also aktuell ist nur diese eine Sorte. Ich frag nur. Also ist es jetzt auch, finde ich, nicht schlimm. Also ich habe Eichensetzlinge gefunden. Ich pflanze Eichensetzlinge. Okay. Gut, das hat sich ja damit dann auch erledigt. Nee, habe ich gerade in der Truhe gefunden. Ach, dann mache ich da hinten einen kleinen Eichenwald hin. Also Michael, wenn du auf den Server kommst,
Da vorne ist dann in dem Dorf eine Truhe, wo es dann Essen gibt und was zum Bettchen bauen. Für dich und für deine Freundin zur Info. So. Hier Eichen, Setzlinge. Ich hab mir doch da genau... Ach Gott. Ich finde immer beim Hausbauen so der erste Stein am schwierigsten zu setzen. So, wo stelle ich den hin? Wie groß wird die ganze Scheiße? Da bin ich immer sehr wählerisch. Lecker essen. Ich werde versuchen, morgen mal auf den Server zu kommen. Ja, ich werde vielleicht morgen Abend auch mal noch ein bisschen streamen. Mal schauen. Jeden Abend so ein, zwei Stündchen vielleicht. Mal schauen. Je nachdem, wie vorankommt. Ich muss mal gucken, wie es hier morgen geht. Da vorne habe ich jetzt einen... Also, wenn man aus dem Dorf rausgeht, das heißt, bei dir in Richtung Dorf und dann links sind zwei große Eichensetzlinge aktuell. So. Okay. Ich gehe jetzt weiter in das Dorf ab und farm das Dorf aus. Das ist wie bei RPGs irgendwie. Oh ja, danke schön, damit ihr mir geholfen habt, die Diebe oder was ich in die Flucht zu schlagen und mein ganzes Hab und Gut und du gehst dann noch rein und räumst denen ihre Truhen aus. Ja. Müssen uns bestimmt das Pack Mod besorgen? Nein. Einfach nur die 1.17.1 nehmen und dann könnt ihr das spielen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, nur an Texture Pack eure Wahl nehmen. Ihr könnt an Shader eure Wahl nehmen. Das ist alles euch überlassen. Ich sollte mir mal ein Bettchen bauen. Jetzt weiß ich sogar noch, wie das geht. Nein, ich hatte einen Schneeball und habe ihn weggeschmissen. Schneebälle sind Loot. Aber auch sehr selten. Noch mehr Loot, noch mehr Loot, noch mehr Loot. Nice, da muss ich nicht so viel denken. Genau. Hast du auch ein Bett? Nein, aber ich glaube mir eins. Ich würde es begrüßen, wenn du es begrüßen hättest. Sehr gut. Ich sagte, einfach drauf joinen. Wenn es nicht funktioniert, kurz sagen. Falls auch noch Probleme da sind, müssen wir sie halt irgendwie beheben. Aber ich glaube, das kriegt man alles hin. Ach stimmt, apropos Brille. Ich wollte meine Brille nur wechseln. Apropos Brille, ich wollte meine eigentlich aufsetzen. Ich habe gemerkt, dass ich immer so... Ich merke das selber gar nicht, aber ich habe da in der Facecam öfters gesehen, dass ich doch diesen alten Omi-Blick immer habe. Weißt du schon, dieses Augenbrauen zusammenziehen. Weil ich das selber gar nicht mehr merke, aber ich sollte mir auch mal eben schnell meine Brille holen. Ach so, besorgt man sich heutzutage Betten? Ja, ich bin ganz freundlich und klau mir die Betten von anderen Leuten zum Schlafen schnell. Ich habe noch kein Holz gefarmt. Irgendwie muss ich mir helfen. So, ich habe Eisen, ich habe Schneebälle, ich habe Schnee, ich habe das Dorf wirklich ausgeplündert. Ja, ich bin immer so ein Assi, der Dörfer plündert. So, jetzt muss ich mir nur noch einen Ort suchen, wo ich baue. Ah, ich glaube, ich habe einen Ort gefunden. Hätte ich wenigstens fertig schlafen lassen können. Ja, aber... Wenn ich ihn fertig schlafen lasse, dann komme ich ja nicht mehr... Dann bleibt es ja Nacht. Da müsste ich vielleicht auch mal einstellen, wie ich es am besten mache, wegen Tag-Nacht-Zyklus. Ja, geil, ey. Ich habe gerade festgestellt, ich hatte ja heute meinen Booster-Impftermin und musste da nach Karlsfeld. Ich habe noch nie was Hässlicheres als Karlsfeld gesehen. Egal. Auf jeden Fall musste ich da mit dem Auto meiner Mutter hinfahren. Und ich habe jetzt meine Brille im Auto liegen lassen. Bei meiner Mutter. Ich muss ja schon noch einen Booster-Termin ausmachen. Viel Glück. Also ich musste nach Karlsfeld. Karlsfeld ja, ist so... Bei uns, mein Dad kam her, ja, er hat Booster-Impfungen von der Feuerwehr ausbekommen. Also immer noch geil, aber nur moderner. Ja, ach, scheiße, Facke. Ja. Ist nur für Ü30. Ja, ich wollte eigentlich auch moderner.
Aber durften sie nicht. Naja, gut, habe ich dreimal BioNTech gekriegt. Ja, ich werde mir wahrscheinlich auch wieder BioNTech reinhauen. Dann bleibt der Chip wenigstens vom Ja. selben Hersteller. Also ich, ja, genau. Und man musste nicht mit Konfigurationen und so gucken. Ja, das funktioniert eh selten, damit alles so gut miteinander harmoniert dann.